So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Three Kingdoms mit Yuan Shao. Es geht weiter. Und ja, wir gehen jetzt in die nächste Runde. Und unsere Süd-Offensive, wie ich das letzte Mal das Ganze so schön benannt habe, die beginnt dann in der nächsten Runde. Und ja, wir machen aktuell minus 7000 minus. Mal schauen. Wir bauen ja auch aktuell wieder vereinzelt Gebäude auf, vorwiegend Wirtschaftsgebäude, die uns da aus dieser Krise befördern sollen. Und wenn wir keine Militärbeute kassieren würden durch die vielen, vielen Schlachten, die wir schlagen, würden wir schon längst bankrott sein. Also die KI trägt auch ihren Teil dazu bei, dass wir eben noch nicht bankrott sind. Hier habe ich jetzt vergessen, in den Hinterhalt zu gehen, aber er zieht sich ohnehin zurück. So, das war unser 100% Hinterhalt. Ja, und das ist das Überbleibsel von der Armee, die uns auf dem Wasser fertig gemacht hat. Ich kriege sogar noch die Garnison dazu. Und wir haben wieder einen Gefolgsmann erhalten. Und hier ist auch ein Hinterhalt erfolgreich. Hier hatten wir, glaube ich, nur 45%. Und hier bekomme ich sogar die starke Garnison dazu, die jetzt immerhin schon zur Dreiviertel aufgefrischt ist. Ich meine, da sind immerhin hier viermal schwere Helebardeneinheiten. Und ja, andere Einheiten. Das delegieren wir auch. Sau Sau ist es tatsächlich, der hat sich hier im Hinterhalt anscheinend versteckt. Ja, und ich muss mal schauen, ich muss auch mal wieder gucken, wo wir High Level haben, weil es gibt ja bestimmte Einheiten, die per Technologie, per Reform freigeschaltet werden, und es gibt auch Einheiten, die wir nur freischalten können. Freilassen. Lasst sie frei, sie sind keine Bedrohung. Die wir nur freischalten können, oh, Level 5. 65, aber schon relativ alt, wir lassen sie frei. Die wir nur freischalten können, so zum dritten oder vierten Mal, wenn der Kommandant ein sehr hohes Level hat, weil das Kommandantenlevel, hier zum Beispiel 5, 6, 7, 8, das ist auch entscheidend, um gewisse Einheiten freizuschalten. Lasst sie frei. Und wir haben relativ viele Kommandanten, die auf 5 und 6 sind, aber wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht jemanden haben, der auf Level 6, auf Level 7, 8 vielleicht sogar ist. Und Cao Cao ist anscheinend gestorben. Denn dort habe ich jetzt gerade einen neuen Fraktionsanführer in dieser Übersicht hier gesehen. Er muss also gefallen sein. Auch er möge in Frieden ruhen. Der Stratege. Da kommen jetzt auch die Armeen Zhangfangs an der Front an. Rebellen bei Dongwu. Fraktionsnachfolge Königreich Shuhan. Ui, Liu Bei ist gestorben. Liu Kong heißt er, der Nachfolger. Und auch Cao Cao ist gestorben und sein Nachfolger ist Cao Pi. Ein ausgeklügelter Plan. Minus 25 Zufriedenheit. Für ihn selber? Nee, für ihn wahrscheinlich dann, oder? Nö, keine Ahnung. Gut, für ihn bringt das ja gar nichts. Er ist Anführer. Ein legendäres Ross. Ui. Der leitende Dressurtrainer einer eurer Komtureien schenkt euch ein prächtiges Pferd. Dies ist ein seltenes Exemplar, das sich nicht leicht zureiten ließ, behauptet er. Aber bei den besten Rössern ist das immer so. Dieses prächtige Tier ist zweifellos nur für jemanden von hohem Rang und äußerstem Mut geeignet. Neues Reittier erhalten. Bringt die Menge zur Einheit zusammen. Welches Reittier ist gemeint damit?
Der rote Hengst, oder? Gehen wir davon aus, dass damit der rote Hengst gemeint ist. So, Rebellion in Donglai. Ja, an diese Rebellion muss ich mich wohl oder übel gewöhnen. Ist aber hier nicht das große Problem. Ja, hier haben wir eine Garnison für den Wachturm. So, hier sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, oder? Ne, hier haben wir auch eine Garnison. Dann geht das Ganze doch automatisch. Gegner der Harmonie müssen vernichtet werden. Einkommen und Einkommen. Lasst sie frei, sie sind keine Bedrohung. Dient dem Volk. Ausgangsstellung. So. Ich gehe mal hier in den Hinterhalt. Ich weiß nicht, ob diese Armee vielleicht sogar weiter segelt. Ich will nicht dasselbe Fiasko nochmal erleben, dass er jetzt im Hinterland landet und ich dann zu spät dort vor Ort bin. So, wir haben eine Rebellion in Anding. Damit war ja auch zu rechnen. So, dann gehe ich jetzt noch eine Runde in dieser Position und nächste Runde dann im Marsch. Er bekommt hier ganz, ganz langsam nur Verstärkung. Marschieren. So, minus 22. Das ist natürlich viel. Hier brauchen wir irgendein Gebäude, was die öffentliche Ordnung erhöht. Allein schon minus 26, weil wir hier so viel Bevölkerung haben. Allgemeine Effekte. Plus 10 öffentliche Ordnung, minus 5% Korruption. Das sind dann die Reformen, würde ich mal vermuten. Minus 22. Da kommen wir mit so einer Yuan-Behörde nicht weiter. Da müssen wir den Tempel bauen hier. Den großen Turm des Konfuzius. Oder wir bauen einfach eine Garnison. Weil selbst bei diesem Turm haben wir dann, wenn wir uns das mal anschauen, selbst bei dem konfuzianischen Tempel haben wir nur 16 öffentliche Ordnung. Und aktuell wären wir bei minus 22. Es würde also langfristig weiterhin zu einem Aufstand kommen. Ich denke, wir kommen also gar nicht dran vorbei an einer Garnison. Und dann würde ich sagen, das ist ja sowieso kein Gebäude, was für unsere Fraktion sinnvoll ist. Deswegen reißen wir das ab, kriegen wir 2400. Und Nahrung haben wir auch mehr als genug mit 250. Ich werde also jetzt hier auch dieses Nahrungsgebäude abreißen. Und das könnte man sich allgemein sogar mal überlegen, ob man vielleicht fraktionsweit jetzt sagt, man reißt an einigen Stellen noch Nahrungsgebäude ab, um Wirtschaftsgebäude zu bauen. Das wäre sinnvoll, weil wir haben so viel Nahrung mit 248, die werden wir niemals brauchen. Und um unsere finanzielle Notlage ein bisschen zu bereinigen, wäre das gar keine schlechte Idee. So. Zum Beispiel hier, selbst wenn wir jetzt hier nachher, ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwieweit sich eine Nahrungsknappheit regional bedingt auf die öffentliche Ordnung auswirkt. Haben wir das irgendwo? Ja, hier zum Beispiel in Dongwu haben wir das. Das ist der Fall. Das führt dazu, Nahrungsmittelknappheit führt dazu, dass keine Reserven aufgebaut werden können. Kann das sein? Oder war das jetzt hier durch ein Ereignis der Fall? Ich muss mal gucken, ob wir noch eine andere Region haben. Hier zum Beispiel. Doch, Reserven kriegen wir selbst mit einer Nahrungsverteilung von minus 10. Das wäre ganz realistisch, wenn es auch noch regionale Unruhen gibt. Ich glaube, in Attila Total War wurde das gelöst. Das macht das Ganze strategisch noch ein kleines bisschen anspruchsvoller. Natürlich kann man auch Nahrung transportieren, aber ja, gerade in dieser Zeit ist ja die Infrastruktur jetzt trotzdem nicht perfekt, so wie heute. Okay.
Okay, aber da das anscheinend nicht zu irgendeiner Unzufriedenheit führt, können wir tatsächlich regional sagen, wir reißen Nahrungsgebäude ab. Dann mache ich das jetzt hier. Ich glaube, ich habe das sogar hier relativ frisch erst aufgebaut. Naja. Was ist denn eigentlich dieses Gebäude? Wenn wir jetzt hier, wir haben das auf Stufe 3 schon. Wie bezahlen wir denn dafür? 1400? Ja, wenn wir deutlich mehr bezahlt haben, aber... Naja. Dann bauen wir hier nämlich Handelsgebäude auf. So. Muss natürlich auch schauen, ob sich das lohnt, ob ich überhaupt noch Wirtschaftsgebäude bauen kann. Hier das zum Beispiel. Den Hafen haben wir ja schon. Ja, und hier wäre zum Beispiel noch eine Yuan-Behörde nicht schlecht. Dann reiße ich an dieser Stelle ja beide Nahrungsgebäude ab. Weil man natürlich trotzdem sagen muss, 150 Einkommen aus der Landwirtschaft. Also das bekommt man... Aber das ist jetzt die Frage, ob sich das jetzt gerade in dieser Phase lohnen wird, weil so viel mehr bekommen wir ja durch diese Handelsgebäude auch nicht. Ich meine, hier durch das höchste, auf der höchsten Stufe bekommen wir hier aus diesen Kunsthandwerkern insgesamt... Achso, das ist ein Gebäude, was die Einnahmen aus Handel und Industrie stärken. Hier könnten wir zum Beispiel noch staatliche Werkstätten bauen, ja. Dann würde ich sagen, hier reißen wir mal nur das Nahrungsproduktionsgebäude ab. Warte, ich muss überlegen. Jetzt muss ich aber wirklich mal ernsthaft überlegen. Ich breche das nochmal ab. Wenn wir jetzt diese Nahrungsgebäude haben, die bringen ja grundsätzlich sogar schon 150 Einnahmen aus der Landwirtschaft. Wenn ich jetzt sage, diese 150 Einnahmen aus der Landwirtschaft nochmal erhöht, um diese 50%, 10% sind 15, 50, also sind nochmal, glaube ich, 75 Goldstücke. Das heißt, wir bekommen durch dieses Ergänzungsgebäude hier auch nochmal insgesamt quasi so 230 Einkommen müssten das sein. Das muss man auch erstmal schaffen mit einem Wirtschaftsgebäude. Das bekommt man nämlich... Wenn das überhaupt auf irgendeiner Stufe... Ja, zum Beispiel hier großes Teehaus. Da würden wir sogar 250 Handel bekommen und nochmal plus 80% Einnahmen aus dem Handel. Also es macht wahrscheinlich in den meisten Sinn jetzt gar keinen Sinn. Beziehungsweise bis wir da den Gewinn haben, das würde auch wieder 5 bis 10 Runden dauern. Deswegen ist so eine Umstrukturierung jetzt ja gar nicht mal so sinnvoll. So, in Tujing baue ich jetzt an dieser Stelle mal die stationierte Garnison. Es ist nicht einfach, ja, es ist nicht einfach. Aber ich werde in Zukunft keine Landwirtschaftsgebäude mehr bauen. Und wenn ich welche sehe, werde ich die abreißen. Auch wenn sie natürlich wirtschaftlich doch einiges einbringen. Klar, wenn die sich gegenseitig ergänzen, dann ist das natürlich schon... Da sind das Unterschiede. Wie gesagt, hier 150 Einnahmen und dann dazu nochmal diese 50% zusätzlich. Und das könnte man sogar noch weiter erhöhen. Hier 100% aus Einnahmen zusätzlich, ne? Also... Da kommt man dann schon auf insgesamt 300% aus der Landwirtschaft hier. Aber da muss man eben immer zwei Gebäude bauen. Zwei Landwirtschaftsgebäude. Ja, und für diese zwei Gebäude ist es dann wieder sinnvoll, ja, die Handels- und Wirtschaftsgebäude zu kombinieren, die dann nochmal deutlich mehr bringen. Und ja, hier, wir haben hier... Plus 20% Einnahmen aus der Industrie, 100% Einnahmen aus Handel. Also man kann hier mit Kombination aus Handel und Wirtschaftsgebäuden mehr Einkommen generieren als nur aus der Landwirtschaft. Was ja auch realistisch ist. Was wir jetzt hier in der nächsten Runde vielleicht noch machen können, bevor wir hier die Yuan-Behörde bauen, was ich ja noch vorhabe, dass wir vielleicht für eine Runde mal dann hier das Getreidelager bauen. Einfach, dass wir diese Forschung dann freischalten. Das wäre schon nicht schlecht. Wir können das auch zuerst bauen und dann erst in der nächsten Runde danach die Garnison errichten. Weil das reduziert hier um 10% die Garnisonsgebäude, aber es wären hier gerade mal 78 Goldstücke. Also ist die Frage, ob man das jetzt einsparen will.
So, ich vermute mal, dass wir den roten Hengst bekommen haben, weil das jetzt hier auch als Ereignis kam. Familienspeer haben wir noch zusätzlich erhalten. Belagerung beendet. So, ein Yuan-Magistrat hier in Linjing. Was auch eine Option wäre, weil wir jetzt hier so viel Nahrung haben, dass wir diese Lebensmittelmärkte ausbauen. Ja, jetzt würde das sogar langsam mal Sinn ergeben, weil das bringt richtig, richtig Einnahmen hier. Plus 300 Einnahmen aus der Landwirtschaft. Wenn man das so ein bisschen kombiniert, weil das kostet uns richtig viel Nahrung, aber es bringt auch verdammt viel ein. Dass wir uns wirklich mal auf diese Lebensmittelmärkte jetzt konzentrieren. Können wir die denn umbauen? Wir können die sogar umbauen, theoretisch. Das würde ja sogar mal Sinn ergeben, wenn wir jetzt sagen... Oder auf der Stufe brauchen wir eine spezielle Technologie. Dass wir sagen, wir bauen jetzt bevorzugt mal die Lebensmittelmärkte, um unsere Nahrung, die wir hier überschüssig haben, zu verkaufen. Wenn wir sie schon nicht mehr technologisch... Oder wenn wir sie schon nicht mehr über Diplomatie weiter traden können, dass wir das dann zumindest auf den Lebensmittelmärkten machen. Shaanxi. So. Was fehlt uns denn hier noch? Private Werkstätten wäre nicht schlecht. Langfristig haben wir hier auch einen Aufstand. Ja, da würde eine Garnison auch gut tun. Ich glaube, genau deswegen habe ich das ja auch gebaut gehabt. Rebellion bevorstehend in Tuijing. Naja, in zwei Runden haben wir noch die Garnison. Dann brauchen wir uns da auch nicht drum kümmern. Der Fraktionsrat ist by the way aktiv. Bauzeit, nein. Verlegungskosten reduziert. Rebellion im benachbarten Komturei angezettelt. Zufällige Unterstützung erhalten. Hier haben wir das Ereignis, was auch auf mich sehr häufig aktiviert wurde. Minus 20 Nahrungsproduktion, minus 20% Einnahmen. Fähigkeiten Baum des Charakters zurückgesetzt. Das finde ich gut. Zusätzliche Unterstützung erhalten. Wie auch Fähigkeiten Baum des Charakters. Wir können ja mal schauen, weil ich dieses Ereignis immer wieder jetzt hier verschmäht habe. Plus 200% Einnahmen aus der Landwirtschaft. Wie viel bekommen wir denn eigentlich aus der Landwirtschaft? 20.000. Ja. Aber das würde mir natürlich wehtun, wenn ich da sage, ja, minus 50% Einnahmen aus der Industrie und aus dem Handel. Da habe ich nichts von. Oder wenn ich das jetzt mal rechne? Das müsste man vielleicht mal durchrechnen, ehe man das immer abschmettert. Also 50% weniger Einnahmen aus dem Handel und aus der Industrie. Aber dafür 200% Einnahmen aus der Landwirtschaft. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Weil Handel und Industrie betroffen sind. So. Und dann haben wir hier Charakter Yao Baofang. Yao Baofang. Ist Level 4. Und sie hat eine ganz gute Attribute. Sie ist, glaube ich, sogar als Verwalterin eingesetzt. Kann das sein? Nee, ist sie nicht. Aber sie ist eine potenziell gute Verwalterin. Dann würde ich sagen, wir nehmen die zufällige Unterstützung. Ja. Eine Tonschale. Und wir sind noch bei minus 4.300, also es entwickelt sich, es entwickelt sich. Ich guck mal fraktionsweit, wo wir zum Beispiel die Lebensmittelmärkte errichten können. Die sind halt vor allem dann gut, wenn man viel Nahrung hat und wenn man Bevölkerung braucht. So, dann baue ich hier mal den Lebensmittelmarkt.
Die Koop-Gebäude, die sind ja trotzdem ganz gut hier. Also sprich diese Gebäude, die die Einnahmen aus der Landwirtschaft erhöhen, weil die bekommen wir ja auch aus der Lebensmittelwirtschaft hier, oder? Genau. In plus 220 Einkommen aus Landwirtschaft. Lebensmittelhändler. Das wird uns aus der Krise bringen. Das hätte ich mir schon früher mal anschauen können. Weil wir es nicht in allen Regionen machen können, weil ich teilweise hier die Gutshöfe schon auf so einer hohen Stufe habe, dass ich technologisch die Märkte nicht mehr errichten kann. So. Lebensmittelmarkt. Wir haben noch 4 Aufträge zu vergeben. Werde ich diese Runde auch nicht vergessen. So, dann haben wir hier noch den Lebensmittelmarkt in Luoyang. Hier können wir sogar zusätzliche Bevölkerung ganz gut brauchen. So, dann baue ich hier auch gleich mal noch die windfähige Werkstätte auf. Hier das gleiche. Das wird uns aus der Krise helfen, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. So, diese ganzen Getreidefarmen lohnen sich mittlerweile für mich nicht mehr so sehr. Weil sie vor allem Prestige und Nahrung generieren und das brauche ich nun wirklich gar nicht. So, und ich denke, wir haben jetzt auch alles durch. Ja. Da haben wir jetzt alles durch. Gut, dann schicken wir ihn jetzt auch schon Richtung Süden. Meine Truppen brauchen Ruhe. Macht euch bereit! Da geht's weiter. So, da sind wir doch im Hinterhalt, okay. Aber hier habe ich den Hinterhalt verschlafen. Wir schlagen zu, wenn sie verwundbar sind. Unter einer Flagge. Ey, muss ich aufpassen. Wenn ich über den Fluss gehe, verliere ich ganz viel Bewegungsreichweite. Wir stellen uns Chinas Problem. So. Wir schlagen zu, wenn sie verwundbar sind. Und hier sollte ich mir doch wieder eine Armee holen. Weil es sieht so aus, als ob sie jetzt hier über den Fluss rüber will. Lasst sie in unsere Falle tappen. Jaubau fangen. Wir brauchen eigentlich nur Kavallerie und für die Kavallerie können wir einfach einen Hauptmann nehmen. Ja, den Hauptmann der nördlichen Lanzenreiter. So, dann machen wir die Standardanwendungen hier. Das Ganze. Rüstung. Nahkampfabwehr. Militärvorräte, Nachschub. Die Jahreszeit fühlt mit unseren Hoffnungen. 62% haben wir hier. So, hier gehe ich wieder in den Hinterhalt. Fängt jeden Feind. Beziehungsweise. Können wir ihn noch angreifen. So, jetzt haben wir uns hier auch vollständig gerecht. Und wieder Unterstützung erhalten. Und noch ein Pferd dazu und Einkommen. Sie kämpften nur für ihren Glauben. Bleibt in Bewegung. So, wie viel Prozent haben wir hier? 100%. Direkt. Nun warten wir. Die habe ich alle schon bewegt. Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt hier mit unserem Angriff. Bleibt ruhig. Rücken vor. So, gehe ich hier in den Hinterhalt. Dass er die Armee nicht sieht, wenn er mich jetzt angreift. Und dann greife ich mit Duji jetzt hier Hui Xiang an. Lass
Spart eure Energie auf. So, delegiere ich. Vielleicht 200 Mann, die ich verliere. 63, na perfekt. So seid ihr unbesiegbar. Besetzen. Die gehört nun uns. Fördert Leidenschaft. Für die Ordnung. Zurück in Ausgangsstellung. Im Frühling, das ist die perfekte Jahreszeit. Dann gehe ich hier auch schon mal ins feindliche Gebiet voraus. Marschieren! Falle wird gestellt. Ausgangsstellung. 70%. Das Schicksal Chinas erwartet uns. Rührt euch! So, 95% haben wir an der Stelle. Falle wird gestellt. Jetzt sieht er gar nichts. Jetzt sieht er wirklich nur schwarz. Oh. Das hat mir jetzt bitte nicht, dass er diese Stadt erreicht. Gong Fu, okay. Dann haben wir wieder eine Aufgabe. Gong Fu. Haben wir noch hier Marschbefehle fälschen, Reichweite verringern, das würde auch schon ausreichen. Kung Fu, wo finde ich ihn? Ja. Und dann vielleicht nochmal Militärvorräte vergiften, einmal, das sollte ausreichen. Ja, jetzt kommt er nämlich lange nicht mehr so weit und hat zudem noch ein paar Männer verloren. Tonschale, Jadeaffe und ein braunes Vollblut. Das braune Vollblut ist ein gutes Pferd. Angriffsbonus plus 4 Entschlossenheit. Hier haben wir auch ein bisschen Geduld. Der Feind hat hier grundsätzlich mehr Armeen, deswegen müssen wir uns hier ein bisschen defensiv und taktisch verhalten. Da kommt auch wieder was hoch. Ui, das ist sogar eine starke Armee. Hüte des Himmels. Sehr viele Hüte des Himmels und Beschützer der Erde. So. Hier reicht es tatsächlich, das Docklager auszurichten. Weil den Handelseinfluss, den brauchen wir mittlerweile langsam nicht mehr. Gut, dann vergiften wir auch diese Armee nochmal, Sang Ming. Sang Ming, wo haben wir ihn hier? Sehr gut, es klappt. Unser Agent hat gerade sehr viel Erfolg. So, und da ist die Armee zumindest etwas angeschlagen jetzt. Ja. Leider hier größtenteils die schwereren, die leichteren Einheiten erwischt, Bogenschützen, Beschützer der Erde, aber eben auch die Helden hier, ne, mit ein bisschen Schaden. Das ist definitiv wichtig und von Vorteil. So, Reformen. Dann brauchen wir jetzt hier noch die Militärdoktrin. Vererbliche Buku, minus 2 Runden für Musterung, plus 1 Anfangsrang für Rekruten der Nahkampfinfanterie. Als Soldat findet man immer Arbeit, denn Krieger werden immer gebraucht. Und es ermöglicht Nebelwand fraktionsweit. Diese Nebelwand, das könnte auch sein, dass das diese Aktion ist, die KI dauerhaft anwendet. Und danach brauchen wir nur noch 2 Technologien, dann sind wir endlich da angekommen, wo ich hin möchte. Mittlerweile minus 6.000 und wir haben nur noch 14.000, das ist jetzt etwas knapp bemessen. Ja. Aber hier haben wir ja nächste Runde auch die ganzen Lebensmittelmärkte dann. Ja, das passt. Wie es hier aussieht, so grün auf rot, also sieht man wirklich diese Linie von unserem Territorium zu unseren Feinden. Ja,
Ja, so sieht das aus, das Ganze. Es ist arm. Gut, dann haben wir alles soweit bewegt. Und weiter geht's. Jetzt kommt er von der Seite. Aber was wir jetzt mal machen können. Oh, hier haben wir einen Hinterhalt, der erfolgreich ist. Gong Song San. Hier bekomme ich noch Verstärkung. Die Armee wird. Es werden allerdings beide Armeen jetzt nicht verstärken. Das ist ein bisschen unnötig, aber. So funktioniert eben ein Angriffskrieg. Ne? Ui. Ui! Er rennt einfach an meinem Hinterhalt vorbei. Okay, gut. Dann verlieren wir die Stadt jetzt. Für eine Runde. Oder spiele ich das vielleicht sogar? Spiele ich das vielleicht sogar? Wir werden die Schlacht gegebenenfalls sogar spielen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle hier. Und wie jedes Mal, herzlichen Dank für euer Interesse. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.